Anne Kissner aus Endingen am Kaiserstuhl, ganz im Südwesten von Baden-Württemberg. In ihrer privaten Scheune entstehen ihre vielen Internetvideos. Die 29-jährige Rechtsanwältin begeistert mit Fitness- und Ernährungstipps auf ihren Kanälen Bodykiss und Bodyfood. 420.000 Abonnenten hat sie. Die junge Badnerin ist ein begehrter Werbeträger für Sportmarken, setzt sich für Tierschutz ein, liebt die Natur und ihre Heimat. Und seit April ist sie glücklich verheiratet. Herzlich willkommen bei uns in der Landesschau. Hallo. Hallo. Das mit dem Heiraten habe ich auch deshalb gesagt, weil das hat ja auch ein bisschen was mit dem Business zu tun. Das ist ein Familienunternehmen mittlerweile, was Sie machen, ne? Genau so ist es. Also mein Mann ist da genauso dabei wie ich, aber auch mein Schwiegervater, der Dackel, sind alle mit drin. Was macht der Dackel? Der rennt manchmal einfach so spontan ins Workout rein. So als Maskottchen und als Wiedererkennungswert. Genau, auch nicht so ein bisschen. Vielleicht. So, jetzt folgende Aufgabe. Ich sagte es gerade eben, auf dem Kalender sehen wir in 3 Wochen Sommerferien Baden-Württemberg. Gibt viele, die auch wieder los wollen. Wetter ist gut, an den Strand. Meine persönliche Challenge wäre 4 Kilo in 3 Wochen. Ist das zu schaffen und wie? Zu schaffen auf jeden Fall. Es ist immer die Frage, ob es gesund oder ungesund ist. Also, ich bin immer so ein Freund davon, es eher gesund und langsam anzugehen, auch wenn viele am liebsten gestern schon immer abgenommen hätten. Aber je langsamer man das macht, desto mehr wird es auch halten. Also man möchte ja über die Sommersaison hinaus auch noch gut aussehen. Was wären realistisch jetzt in den nächsten 3 Wochen? Und wie müsste ich mich verhalten? Also Gewicht ist immer so eine Sache. Eigentlich geht es hier ums Gewicht, sollte es aber nicht, sondern was letztendlich im Spiegel rauskommt. Ich würde sagen, natürlich 3 Kilo kriegt man locker runter, besonders mit Low Carb. Da geht alles Wasser aus dem Körper raus. Nur kurz zur Erklärung, Low Carb means what? Wenig Kohlenhydrate, mehr Eiweiß. Also abends keine Nudeln, kein Brot. Genau, aber dann kommt oft Wasser raus. Das ist ja nicht das Ziel, sondern man möchte ja auch Fett verlieren. Mhm. Und dann würde ich sagen, dann einfach mal die Waage wegstellen und einfach mal Sport anfangen. Mhm. Entweder mit unseren Videos auf YouTube oder anderweitig. Und dann Kaloriendefizit heißt weniger Kalorien essen, als der Körper verbraucht. Als er verbrennt. Ja. Was sind denn so, sag ich mal, Alltagsverhaltensregeln, die Sie uns an die Hand geben könnten, wenn wir jetzt nicht unrealistischerweise morgen anfangen, ins Fitnessstudio zu rennen, sondern so den Tagesablauf anders gestalten. Morgens geht's los mit dem Kaffee, Zucker, ja, nein. Frühstück, Croissant, ja, nein. Zum Büro laufen, Fahrrad fahren, all solche Sachen vielleicht. Ja, das sind so kleine, wenn man da ein bisschen dran rumschraubt, kann so viel sich verändern. Also ich würde sagen, morgens vielleicht das Croissant eher am Sonntag, da kann man sich das mal gönnen. Aber sonst weil viel Butter drin ist. Ja, es ist schon ein bisschen eine Kalorienbombe. Fettig. Also mehr so gucken, ist man Frühstücksmensch oder nicht? Mhm. Frühstück, wenn man sagt, ich habe richtig doll Hunger, ja, auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, mal eine kleine Haferflockenschüssel oder sich einfach sagen, ich nehme Vollkornbrot mit ein bisschen Magerquark drauf und vielleicht noch ein bisschen Marmelade, ruhig Zucker in den Kaffee, wenn man sonst sich nicht gut fühlt. Aber einfach ein bisschen nur an den Stellen schrauben, wo man kann. Sie sind ja eigentlich Rechtsanwältin und da passt jetzt dieses Bild vom Essen zur Rechtsanwältin. Eigentlich ist das ja trockene Kost vielleicht in so einer Kanzlei. Wie kommen Sie dazu, mittlerweile ernährungstechnisch oder auch rezeptetechnisch gut aufgestellt zu sein? Das ist ja eigentlich nicht Ihre Ausbildung, Ihr Job. Nee, eigentlich nicht. Und ich komme da auch überhaupt nicht her. Also ich bin geborener am Schreibtisch Hocker und habe das auch mein ganzes Studium durchgezogen, auch am Anfang noch im Beruf und habe irgendwann gemerkt, es geht so nicht weiter. Ich habe mich irgendwie nicht quasi gefordert körperlich gefühlt, konnte nicht gut schlafen mehr, habe mich auch irgendwie immer träge gefühlt und habe gedacht, ich muss jetzt auch mal Sport einbauen, auch wenn ich gedacht habe, ich habe keine Zeit. Man hat Zeit, wenn man sich einfach die Zeit nimmt. Und dann bin ich langsam reingekommen. Das sagen Sie so einfach dahin. Ich will aber auf diese Essensgeschichte noch mal eingehen. Sport machen wir auch noch gleich. Wir gucken jetzt mal drauf, was Sie nämlich eben mit, wie heißt der Kanal? Das eine heißt ja Bodykiss oder Bodyfood? Bodyfood. Gucken wir mal bei Bodyfood eben rein. Kichererbsen bereiten Sie dazu. Einfach nur, dass man ein Gefühl dafür Kichererbsen bekommt. Geben schon ein bisschen Töne von sich, weil sie schon ein bisschen am Braten sind und jetzt ist es an der Zeit, um sie zu marinieren oder eher ihnen so ein bisschen. Es sind ja insbesondere viele Frauen, junge Frauen, die ihnen dabei zugucken. Jetzt haben wir viele Jahre darüber gesprochen, dass die junge Generation, gerade der Mädels, gar nicht mehr so kochaffin ist. Erleben Sie, dass es da eine Veränderung gibt durch junge Menschen wie Sie, die als Vorbild dienen vielleicht? Ich glaube, der Trend geht wirklich wieder ein bisschen zurück. Also es gab so eine ganze Zeit, wo Leute einfach nur noch Fastfood oder auch Sachen zum Mitnehmen wollten. Aber es geht jetzt auch wieder wirklich der Trend dahin, wieder ländlich zurück, auf den Markt gehen, einkaufen gehen, sich mal neue Rezepte anzuschauen. Da haben schon viele, sage ich, Portale auch wieder zu bewegt. Das finde ich richtig toll. Und ich gehe noch mal auf die junge Generation. Also auch die jungen Mädels
die ja irgendwie bei der Werbung in Fokus genommen werden, allen möglichen Mist im Supermarkt eigentlich kaufen sollen. Da haben Sie das Gefühl, die ernähren sich wieder vernünftiger. Ja, also bei uns, wir haben auch ein paar junge Mädels bei uns, die wirklich manchmal 16 sind, wo ich gedacht hätte, ich habe da selber noch nicht gekocht, die sich dafür schon interessieren und sagen, ich habe das jetzt ausprobiert, und manche machen es sogar mit ihrer Mutter zusammen, gucken auch zusammen den Kanal mit Mutter zusammen, was ich immer sehr schön finde. Und ich hoffe, dass ich den einen oder anderen dann wieder an den Herd kriege. Eine Sache müssen Sie mir erklären, und zwar das Thema YouTube-Star. Also Star kann man deshalb sagen, weil Sie wirklich in dem Bereich, in dem Sie unterwegs sind, somit die meisten Follower haben. Wie kann man damit Geld verdienen? Weil Sie haben ja das schon, Sie haben es vorhin auch gesagt, mit der ganzen Familie im Grunde genommen zu einem Unternehmen entwickelt. Wer zahlt Ihnen da was für was? Also es gibt einerseits die AdSense-Einnahmen, die von Google ausgespielt werden. YouTube gehört ja zu Google. Ja. Und da kriegt man dann pro Klick mit entsprechendem Content. Das ist so ein Algorithmus, der ist sehr schwierig. Den verstehen wir selbst nicht. Ich vereinfache das. Je mehr Klicks Sie haben, desto mehr Kohle gibt es von YouTube. Genau, wenn man das so ganz einfach erklärt. Ja, machen Sie es ganz genau. Einfach für mich. Und dann darüber hinausgehend hat man auch Sponsoren. Wir haben jetzt zum Beispiel Pumas, einer unserer großen Sponsoren, die uns begleiten. Und darüber hinaus auch Kooperationen, einzelne Videos, die mal mit Werbung quasi gefüllt werden. Und darüber hinaus haben wir noch unser entgeltliches Programm. Ja. Und das Bodyshape-Programm, dafür zahlen die Leute quasi, dass sie einen Zugang bekommen und dann auf sie abgestimmte Sportvideos. Das leuchtet mir ein. Sie machen aber nach wie vor noch den Job der Rechtsanwältin. Genau. Oder? Und Sie promovieren sogar noch. Ja. Und Sie haben gerade geheiratet. Sie wollen ja auch vielleicht ein bisschen Zweisamkeit privat. Einen Hund haben Sie auch noch. Wie kriegen Sie das alles unter einem Hut? Das fragen mich durchaus viele Leute, aber es geht, weil ich habe eben, dadurch, dass mein Mann mir viel abnimmt, habe ich so ein paar Händchen, die mir helfen. Und das geht, auch wenn manchmal manche Sachen warten müssen, finde ich da doch meine Zeit. Jetzt würde man meinen, dass eine junge Frau mit so einem Unternehmen vielleicht in die weite Welt oder zumindest in die große Stadt irgendwann zieht. Sie sagen, Sie sind sehr heimatverbunden. Sie möchten eigentlich in der Gegend, wo Sie herkommen, da in der Nähe vom Kaiserstuhl auch bleiben und werden das auch tun. Warum haben Sie diese Liebe zur Heimat und wollen da bleiben? Ja, wir sind sehr, sehr viel unterwegs in den großen Städten, so Berlin und London, Mailand und all das. Aber letztendlich, wenn ich nach Hause, nach Königschaffhausen komme, da, wo wir bauen werden im Frühjahr, dann ist es einfach, da ist so ein bisschen mein Stück einfach Heimat, und da ist für mich pure Erholung, weil ich einfach da rumlaufen kann, wie ich will. Da gehe ich durch die Weinberge mit meinem Dackelgassi und ja, da komme ich richtig runter. Gut, also dann hoffe ich, dass Sie das für sich behalten. Ich höre, das wird im Grunde genommen eine ganz vernünftige badische Familie mit Hausbau am Kaiserstuhl. Herrlich, wunderbar. Und für alle anderen hoffe ich natürlich, dass wir das hinkriegen. In den nächsten 3 Wochen gesund, langsam ein wenig Lebensumstellung hinzubekommen. Auf jeden Fall. Vielen Dank für den Besuch bei uns in der Landesschau.